So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Metal Gear Solid The Phantom Pain. So, wir machen jetzt weiter und heute, wie versprochen, werden wir die Mission Unterstützung machen. Ich habe es euch gesagt, ich habe es euch versprochen und heute machen wir es. Endgültig. Und dann schauen wir vielleicht, ob wir noch ein paar Nebenmissionen hier noch nebenbei machen können. Und im nächsten Part werde ich dann wahrscheinlich gucken, ob ich die Spuren der Phantome dann mache. Aber jetzt heißt es jetzt diesmal Unterstützung, weil ich finde, wir haben jetzt unseren Raketenwerfer gut genug aufgerüstet. Und ich glaube, das sollte reichen. Aber ich muss erstmal gucken. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein paar Waffen auch offscreen sozusagen Upgrade gemacht. Weil ich finde, wenn ich das euch jetzt jedes Mal zeige, dann wird es euch wahrscheinlich richtig auf die Nerven gehen. Und deshalb ist es auch nicht so interessant. Falls es aber richtig neue Waffen betrifft, dann werde ich da aber schon was zeigen. Aber ich würde lieber... Ich habe auch noch diesen Granatenwerfer hier noch erforscht. Ich versuche ihn mal zu nehmen. So, der Raketenwerfer bleibt. Nebenwaffen... Ja, mit Nebenwaffen will ich was anderes machen. Wir testen mal jetzt diese Maschinenpistole aus, diese ZF. Bionikon kann gerne bleiben. Hier ist nichts. Hier kann alles bleiben, wie es ist. Jedoch muss ich den Begleiter leider wechseln. Dieses Mal nehmen wir jetzt die gute Quiet. Ich möchte jetzt die mal testen, wie gut sie im Feld ist. Wenn sie richtig gute Hilfe uns erweisen wird, dann werden wir sie auf jeden Fall weiter behalten. Gut. Moment mal. Muss mal kurz gucken. Ne, okay, der Schleichanzug ist noch nicht voll upgraded, weil ich habe dann noch ein Upgrade gestartet. Aber es hat mit einem anderen Anzug zu tun, aber ist auch egal. Gut, starten wir. Episode 9. Unterstützung. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the Guerrilla's offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Okay. Es geht also auf Zeit. Das ist logisch. Je mehr Fahrzeuge wir zerstören, desto höher wird die Belohnung sein. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid too. Okay. Das ist sehr schön, sehr schön. Okay, wir müssen jetzt die feindlichen Fahrzeuge eliminieren. So viele wir können. Und wir haben dafür jetzt 15 Minuten Zeit, das Ganze zu machen. Gut, ich tue jetzt mein Bestes. Unser Raketenwerfer soll jetzt gut ausgerüstet sein, sodass er die Fahrzeuge jetzt richtig gut zerstören kann. Deshalb auf. Ich hätte mir wohl eine andere Landezone jetzt lieber aussuchen sollen. Bisschen weiter. Position gewechselt. Ja, Quiet, du kannst ruhig Position wechseln. Hauptsache, du gibst mir Rückendeckung. Nee, dieses Lager will ich nicht angreifen. Ich will nicht dafür meine Zeit verschwenden. Das Lager kann warten. Ich habe jetzt was anderes zu erledigen. Enemy presence detected. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map.
Ich würde mal vorschlagen, wir laufen mal zu einer Brücke, weil ich weiß, dass es dort eine Brücke gibt, neben dieser Basis. Und ich schlage vor, dass wir dort die ganzen Fahrzeuge eliminieren, weil die werden diese beiden Wege sich dann kreuzen in einen anderen Weg, also in einen großen Weg, und die fahren dann in die Basis zurück. Die sind also irgendwo weiter von der Basis entfernt. Und damit können wir in einen guten Hinterhalt machen. Wenn ich es auch schaffe, werde ich auch wahrscheinlich gucken, ob ich auch ein paar Fahrzeuge nebenbei auch extrahiere. Mother Base kann auch ein paar Fahrzeuge richtig gut gebrauchen. Oh, schon Snake, noch ein bisschen. Oh, dieser blöde Außenposten da. Nice! Ja, die werden gleich Alarm schlagen. Sorry, Jungs. Ich kann jetzt mit euch nicht spielen. Ich muss was anderes machen. Boah, du. So, perfekt. Noch mehr Pflanzen. Können wir gut gebrauchen. Ungefähr hier muss es sein. Hier ist die Brücke. Jetzt muss ich nur noch warten, weil das andere Fahrzeug ist jetzt schon über alle Berge. Den kann ich jetzt nicht aufholen. Deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt um diesen hier kümmern. Der ist ja schon fast da. Nein, du biegst jetzt nicht ab. Mach es. Mann! Komm schon. Ich sag dazu nichts. Ich sag nur eins, wir haben Glück gehabt, dass wir jetzt nicht uns selber umgebracht haben mit diesem blöden Raketenwerfer. Oh, das ist sogar ein BTR. Ja, mit dem BTR ist es zu spaßen. Das erste Ziel ist erledigt. 1 von 7. Oder 1 von 8. 1 von 8 oder 1 von 7. Also entweder 7 oder 8 Fahrzeuge gibt es hier. Ist doch auf jeden Fall gut. Je mehr ich erledige, desto besser. Ich habe jetzt aber eine richtig gute Überraschungsidee. Und zwar, da wir C4 haben, schlage ich vor, dass wir jetzt eine kleine Bombenfalle für die aufbauen. Ich glaube, irgendwo hier am Ende der Brücke soll es besser gehen. Weiß nicht, dann schlage ich mit einem Raketenwerfer eben noch eine drauf. So, Nachschub ist gekommen, sehr schön. Weil ich sehe schon, ich werde hier richtig viele Raketenabschüsse brauchen, damit das Fahrzeug dann kaputt geht. Muss ich noch warten. Wo ist das andere Fahrzeug? Ja, okay, das andere Fahrzeug hat schon das Ende erreicht. Ich hoffe, das ist aber nicht Game Over, dass wenn ein Fahrzeug das Ende erreicht und dann, ja, das war's. Schon über 6 Minuten vergeiert und wir haben nur ein Fahrzeug vernichtet. Ja, ist ja schon klar. Okay, das ist nicht Game Over. Das ist gut. Boss, we spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. Do you think you can bust him loose? Just if you have the time to spare. Ich habe Zeit.
Der ist über 1000 Meter entfernt. Wo ist er eigentlich? Ach so, der kommt von diesem Ende da. Oh, das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, ich schaffe auch noch gleich hier sofort dieses Fahrzeug hier zu zerstören. Und dann kümmere ich mich um den Gefangenen. Ich glaube, das gehört auch zu der Bonusmission. Ist aber auch egal. Ich brauche gute Leute. Ach du Kacke. Ein BTR mit einer Raketenstellung? Less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Ja, das ist mir schon klar. Das hast du mir schon richtig viele Male erzählt. Und noch ein bisschen. Bisschen. Achtung. Und Disco. Perfekt. Zweites Ziel erledigt. Ja, ich guck mal gleich, ob ich noch mehr aufschalte. Ich muss aber mich erstmal um den Gefangenen. Ja, ich mach das schon. Der Gefangene ist jetzt erstmal die oberste Priorität. Ich brauche hier mal kurze neue Waffen. Weil da ist ein Gefangener und ich habe einen Granatenwerfer und ich möchte nicht jetzt den Gefangenen töten. Weil wenn ich jetzt eine Granate auf das Fahrzeug oder auf, weiß was ich, das ein LKW oder ein BTS abfeuere, dann habe ich große Probleme. Dann ist der Gefangene Geschichte. Der ist ja schon fast da. Komm schon, da hält ich ein bisschen. Und das andere Fahrzeug wird ein bisschen brauchen. Aber ich schaff das zeitlich. Ich schaff das. Komm. Beeil dich! Ich stich hier schon mal die Fallen auf. Hier. Und hier sollte es reichen. Jo. Jetzt ganz schnell. Komm. Perfekt. So, jetzt abwarten. Ich hoffe, das sind nicht mehrere LKWs oder so. Schon bald, ich verdammt. So. Jetzt ganz ruhig. Clouds approaching. Nein, Quiet, noch nicht feuern. Was geht? Perfekt. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I sent their predicted route to your iDroid. Ja. Check your map. So, Gefangener. Du kommst jetzt mal zum Hoverbase. So, und jetzt kümmern wir uns um das dritte Fahrzeug. Guten Flug. Okay, subject is in. Jupp. Oh, da kommt noch einer, oder was? Meine Fresse, die sind aber richtig schnell. So, das Fahrzeug ist gleich da. The guerrilla's offensive will be ending soon. Boss, there's still time left. Take out as many vehicles as you can. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich weiß, dass ich noch 4 Minuten habe. Warum bleibt er stehen? Quiet noch nicht feuern. So. Bereit für meine Überraschung? Perfekt. Drittes Fahrzeug zerstört. Boss, need a little extra firepower? We spotted a Soviet weapons transport truck. Apparently its cargo was something pretty powerful. We
Hm, warum nicht? Neue Waffen können wir richtig gut gebrauchen. So, das Fahrzeug brauchen wir auf der Mara Base. Und ich laufe mal schon zu der Basis, weil ich sehe schon, da sind zwei Fahrzeuge kommen von dort. Das ist gut. Das ist gut. Gibt es hier irgendetwas? Nö. Nicht mal Munition oder so etwas oder Materialien, die ich aufheben könnte. Das ist mir schon klar, danke schön. Oh, die Dieselkaliber. Oh, da kommen noch zwei von denen. Ey, sag mal, wie schnell sind die denn? Donnerwetter. Ja, ist mir schon klar. Ich weiß nicht aber, ob ich das jetzt noch schaffe. Irgendetwas gibt. Ah, sieh einen an. Treibstoffressourcen. Her damit. Oh, ein Diamant. Her damit. So, und das Lager da links neben von mir hat jetzt Alarm geschlagen. Aber die Soldaten interessieren mich überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass die jetzt für Ärger sorgen werden. So, da kommt dieses LKW. Zerstören mal. Ist mir klar. So. Der gehört jetzt mir. Ich dachte, der geht jetzt in die Luft, aber nein, der hat auch ihn vorher ausgehalten. Diesen LKW können wir gut brauchen, wenn er Waffen bei sich hat. Ja, ich glaube unter einer Minute. Die Fahrzeuge brauchen da ein bisschen. Ach ja, Jungs, schön euch wieder zu sehen. WTF? Er ist hinter der Wand, du hast mich bemerkt. Wie geht das denn bitte? Wieder ein Bug oder was? Ohne Scheiß, wie hat er mich hinter der Wand entdeckt? Er steht hinter der Wand und hat mich bemerkt. Logik. Wo ist die Logik, bitte? Ja, was glaubst du, was ich hier versuche? Mir sind diese Guerillas oder diese Rebellen oder wie auch immer, die sind mir scheißegal. Wenn die dann nicht klarkommen, ist doch ihr Problem. Mich interessieren nur die Fahrzeuge und keine Rebellen oder so Scheiß. Ich schaff das nicht. 13 Sekunden, nee. Das ist völlig unmöglich. Vor allem, die sind richtig weit weg. Die lassen sich Zeit. Ich glaube, die wissen schon, dass ich die hier auf die warte. Ach, Schwamm drüber. Boss, time's up. The guerrilla's offensive was a success. The day is theirs. Ach so, okay, das war ein Erfolg. Alles klar. Time to fall back. Leave the hot zone as soon as you can. Aber die Fahrzeuge, die sind immer noch da. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht jetzt als Missionsobjekt ziehen wird. Aber dennoch.
können wir ein bisschen Spaß haben. Und zwar, wenn wir jetzt diese Fahrzeuge angreifen. Boah, dieses Spielzeug möchte ich so gerne haben. Mann. Schaut euch mal dieses Fahrzeug an. Das ist eine BTR mit Raketen drauf. Das ist sozusagen ein modifiziertes BTR. Ja, schön, dass du mich entdeckt hast. Bleib stehen, verdammt. Boah, der ist aber... So, die Fahrzeug ist Geschichte. Oh shit. Oh shit. Nein. Lass mich in Ruhe. So, wo ist das andere Fahrzeug? Oder kommt das überhaupt nicht? Naja, um ehrlich gesagt, ist mir das andere Fahrzeug so oder so scheißegal. So, Helikopter, hol mich ab. Wir müssen hier raus. So, der Helikopter muss mal wieder lange hier brauchen. Oder auch nicht. Aber Quiet hat mir auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung auch auf jeden Fall heute gezeigt. Ich kann ihr auf jeden Fall vertrauen, aber das ist noch nicht genug. Das muss ich noch auf dem Schlachtfeld auch noch beweisen. So, raus hier. Oh, hallo Quiet. Ich würde mal sagen, Mission erfolgreich. Wir haben zwar nicht alle Fahrzeuge erwischt, aber ich glaube, das sollte reichen. Extraction arrived at Mother Base. Oh, wir haben hier eine Menge Zeug jetzt hier gekriegt. Okay, weitere Entwicklungen wurden jetzt auch bestätigt. Rang C. Ja. I don't care. Hauptsache, ich habe die Mission geschafft. Ich krieg dafür jetzt GMP. Und das ganze Ding auch. Ich kann jetzt Fahrzeuge anpassen. Ja, okay. Elite-Soldaten haben wir auch, Elektro-Spezialist und auch noch andere Kerle. Perfekt. Ja, die Mauerbase wird stark. So, was können wir jetzt noch anrichten? Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt noch ein paar Nebenoperationen bei... lass mal gucken. Gefangenenrettung 02. Legendär Braubär. Infanterie. Ich würde mal sagen, wir machen. Wir eliminieren jetzt mal die schwere Infanterie. Und dann kümmern wir uns dann um die anderen Dinge.
Gleich schauen wir, was Quiet noch so drauf hat. Ja, ich mach das schon. So, schwere Infanterie. Los geht's. Stelle ich hier auch noch ein paar diesen Fangkäfige auf. Weil für Tiere bekommen wir auch Money, Money, Money. Und Money brauchen wir auf jeden Fall. Irgendwo hier müssen die sein. Da sind wir. So. Das sind aber richtig harte Kerle. Gut. Zeig mir, was du drauf hast. Nicht schlecht. Quiet, schieß doch auf ihn. Worauf wartest du? Fire. Na schön, dann mache ich das jetzt in Silber. Wie ist mit einem Raketenwerfer? Boah, jetzt schieß doch verdammt. Bleib doch nicht einfach. Hier, Rakete für dich. Boah, das war nicht ausreichend. Das hat nicht ausgereicht. Ich meine, klar, sie hat ihn getroffen, aber die haben Schutzhelme. Die brauchen mehrere Schüsse. Dann machen wir jetzt noch wir machen Gefangenenrettung. Quiet, mach mal Angriff auf diese Stellung hier. Ich möchte sicher gehen, dass mir dort nichts geschieht. Die bewegt sich aber richtig verrückt. Mach die fertig. Nice. Sie hat sogar den Kerl getroffen, den der
jetzt zu unterstützen rufen wollte. Sie hat es drauf. Versucht das, Jungs. Quiet hat, ist auf jeden Fall... Das ist keine einfache Scharfschützin, das ist eine Profi-Scharfschützin. Jetzt auf jeden Fall drauf. Das gehört mir. Dankeschön. Schnapp ihn hier. Analysis complete. Und du auch. Ich muss leider abwarten, bis der Alarm jetzt vorüber ist. Fire. Nicht schlecht, aber versuch's nochmal. Analysis complete. So, jetzt schnappen wir. Nice. Sehr schön. Sehr schön, Quiet. Du! Schieß nicht auf sie, du! Respektiere Frauen, Mann! So, hier ist nix. Haben die das alles aufgegessen oder was? Diesen Container kann ich aber nicht gebrauchen. Das stimmt. Ja, da drin war Treibstoff, waren Treibstoffressourcen und die Treibstoffressourcen brauchen wir dringend, so gut wie nie. Verdammt, wo kommst du denn jetzt her? So, wir wollten jetzt diesen Gefangenen befreien. Ah, hier gibt es das nicht. Verdammt! Scheinbar habe ich das nicht entdeckt. Na schön, dann gehen wir jetzt einfach dahin und erlegen die Panzer an Einheit. Und dann schauen wir, wie wir von da dann kommen. The map has been updated. Vor allem, die checken nicht mal, was da drin ist, ne? Die fahren einfach weiter, lassen die Kiste dann einfach fallen und fertig. Und die puffen nicht mal den Inhalt da drin. Ah, meine Güte. Falls ihr fragt, warum Quiet da gerade summt, das liegt daran, dass wenn sie beginnt zu summen, das bedeutet, dass sie in Bereitschaft steht. Also das heißt, sie kann Feuer eröffnen und so weiter und so fort. Marker placed. Marker removed. Ich kümmere mich jetzt aber um die Panzereinheit. Fire!
Sehr schön. Ja, war klar, dass die das entdecken. Nein, du hast jetzt mal den Mond, Kamerad. Noch gefehlt. Aber immerhin habe ich diesen blöden Radar jetzt vernichtet. Was geht? So. Du gehst jetzt mal schön schlafen. Schön. Boah, was machst du da? Irgendwo da oben müssen die sein. Ich glaube, jo, ich sehe da schon einen Panzer. Das heißt, die sind in die richtige Richtung. Quiet, eröffne das Feuer ohne meine Erlaubnis nicht. Ich möchte das jetzt ein bisschen ruhig und mit Schleichen machen. Weil, wer weiß, vielleicht gibt es dort ein paar Soldaten, die wir gut gebrauchen können. Ja, da gibt es mehrfache Ziele. So, der ist da weg. Das ist dieser blöde Scharfschütze. Mit dem können wir jetzt ein bisschen kurz quatschen. Was los? Schöner Ausblick, ne? Ja, den habe ich schon gesehen. Danke für den Tipp. So. Jetzt kommt das. Dieser Panzer und der hat noch da drei Soldaten als Waffe. Verdammt, jetzt habe ich Probleme. Wenn die mich jetzt entdecken, dann war's das. Verdammt, oh verdammt, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, verdammt, lass mich in Ruhe. Nein, schieß jetzt bloß nicht. Die 72er. Bleib schon am Boden. Side ops list updated. Subject on board. Leave the rest to us. Arrived at the mother base. So. Diese Operation haben wir jetzt geschafft. Perfekt, perfekt. Was haben wir dann noch? Minenräumung. Wir können das mal erledigen. Wir müssen jetzt zurück zu der Basis und dort alles aufräumen. Und dann können wir mit der Kiste dann weiter. Oder wir können das auch mit einem Fahrzeug machen. Das ist anders überlegt. Ja, ich hätte lieber doch die Kiste nehmen sollen. Mit dem Fahren habe ich das nicht so gebraucht. Oh meine Güte. Ihr sollt mal meinen GTA 5 Let's Play anschauen. Dort ist eine totale Katastrophe, was ich da mit Fahren anstelle. Ach ja, das waren gute Zeiten.
dauert zwar, bis wir da sind, aber noch ein Außenposten. Ernsthaft? Ach, Pfeife auf ihn. Ich möchte jetzt meine Zeit nicht damit verschwenden. Okay, da ist noch ein Außenposten. Boah, die haben hier richtig viele Außenposten postiert. Mein Donnerwetter. Der externe Auftrag war erfolgreich, das ist gut. Und ein paar haben auch Medaillen erhalten. Ja, das haben die auch auf jeden Fall verdient. Für eine gute Arbeit. Gut gemacht, Jungs. Ich guck mal, was es hier so gibt. Vielleicht können wir hier ein bisschen Personal gucken oder so. Moment mal, ich muss mal ein bisschen darüber rausfahren. So kann ich das nicht machen. Ganz vorsichtig. Einfach außen rum. Mensch. Gibt es in Metal Gear Solid eigentlich eine spezielle Fahrschulübung oder so etwas? Ich war wie so ein Besoffener, ne? Ich weiß gar nicht, die Frage von euch kommt. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Auch nicht mal Bier. Ich weiß nicht, warum, weil das interessiert mich einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, ich trinke es auch nicht und ich möchte es auch nicht trinken. Punkt aus. Straight Edge Style. So. Ich glaube, jetzt habe ich Probleme. Ah, ne, doch was. Okay. Weil ich dachte schon, das Fahrzeug hat sich da jetzt reingepackt und ich müsste das alles zu Fuß machen. Ja, das wäre richtig ekelhaft. Okay, wir sind schon fast da. Jetzt müssen wir nur noch diesen Außenposten da. An diesen Außenposten vorbeifahren. Und dann wäre das erste. Aber Minenräumung. Soll ich da einfach die Minen einfach aufsammeln oder wie soll ich das jetzt verstehen? Vorsicht. Wetter klärt auf, das ist gut. So, wir sind hier. Ah, ich sehe das schon, ich sehe das schon. Aber das sind doch keine Minen, das sind Claymores. Also, rein theoretisch sind das Minen, aber ich habe mir gedacht, das sind solche, diese, kennt ihr diese Scheibenminen, diese mit Disken? Die wie eine Disc aussehen. Ich hab mir solche vorgestellt, aber doch nicht die Claymores. Aber gut, wenn es sein muss, dann mache ich das auch. Aber ich kann die auch aufsammeln, das ist gut. 7 Stück muss ich davon. So geht es auch. Aber soweit ich weiß, hatte die sowjetische Armee keine Claymores. Sie hatten andere Minen. Claymores benutzen eigentlich die
amerikanischen Soldaten. Beziehungsweise auch in der NATO wird das auch teilweise benutzt. So, jetzt befreien wir noch diesen Gefangenen. Und dann würde ich mal vorschlagen, dass es dann Zeit ist, dann einen Schnitt zu machen. Weil wir haben für heute richtig viel erledigt. Ah, da ist schon Quiet. Sehr schön. Oh, Sandsturm. Das kann ich eigentlich richtig gut gebrauchen. Im Sandsturm können mich die Feinde richtig schwer erkennen. Oh, und ich habe keinen Schalldämpfer. Das ist blöd. Mit Schalldämpfer wäre das richtig gut, aber leider habe ich keinen. Warte, Quiet, noch nicht feuern. Ich muss ihn erstmal befragen. Was geht? Okay, das ist gut zu wissen. Danke für die Info. The map has been updated. 60%. Wir versuchen mal. Wenn es nicht klappt, dann ja, Schwein gehabt. Extraction failed. War klar. Weil wegen diesem Sandsturm eignet sich das Falkengerät nicht so richtig gut. Machen wir ihnen das Licht aus. Nein, du siehst mich nicht. Du weg und du weg. Perfekt. Ah, da ist noch einer. Schnauze. Da ist der. Du hast dich aber gut versteckt. So, es ist Zeit jetzt, dass wir auch hier ein bisschen aufräumen. Haben die hier ein paar Materialien, bevor wir gleich zum Gefangenen gehen? Nope. Schade. Schade, schade. Ich brauche einige. Aber schwamm drüber. Was zum? Noch einer? Kommen die denn näher? Ja, brauchst du nicht zu schreien, ich bin schon hier. Analysis complete. Sanitäterfähigkeiten sind bei Jo. Sehr schön. Da können wir auf jeden Fall deine Hilfe gebrauchen, Fräulein. Warte mal, ich bring dich mal jetzt hier raus. Jungs. Es ist wohl in der Kabine, verdammt. So. Flieg schön zum Mother Base. Dort können wir dich gut brauchen. Guten Flug. So, diese Nebenoperation haben wir jetzt geschafft. Mach ihn fertig. Höhere Stufe Entwicklungsteam, Unterstützungseinheit. Perfekt. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt rufen wir mal einen Hubschrauber und hauen von hier ab. Weil wir haben schon heute wirklich viel erledigt.
ich wollte eigentlich das Fahrzeug nicht zerstören, aber... Naja. Missgeschick. Och, einer. Ich dachte, ich habe das Lager jetzt vollkommen... Mal Ruhe, verdammt. P-Quad beeil dich ein bisschen. Ich krieg hier gleich ja noch mehr. Ganz schnell raus hier. Wir werden wahrscheinlich gleich das Hubschrauber hier beschießen, oder? Minigun. Alles klar. Scheint alles gut zu sein. Gut. 3 Nebenoperationen und eine Hauptmission heute erledigt. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Einheiten haben auch auf jeden Fall die höhere Stufe erreicht, das ist gut. Gelber Mittelmeer-Skorpion, 2 Stück. Rennmaus, ja, die kriegen wir fast oft. Bechsteinfledermaus. Und das war's. Ab und zu kann man auch da seltene Tiere fangen, wie die auch eine richtig hohe Belohnung. Es gibt. Und die lohnen sich. Aber die zusammen, also da muss man auf jeden Fall die Gebiete richtig gut kennen, wo die sind. Gut. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit diesem Part mit Let's Play Metal Gear Solid Phantom Pain. Wir haben heute auf jeden Fall richtig viel gemacht. Und im nächsten Part schauen wir dann mal, was uns da für eine weitere Hauptzielmission dann erwartet. Ich würde mal sagen, bleibt beim nächsten Part dran. Es wird weitergehen.